Willkommen zurück zu Witcher 2 Assassins of Kings. Wir nähern uns der Schlacht gegen den Khairan. Übrigens ein Kampf, mit dem ich mich überhaupt nicht freuen werde, weil dieser Folge vorausgeben bereits 20 Minuten Aufnahme und noch ein bisschen Gekrüpsel. Nebenbei, wo ich versucht habe, das Vieh bereits umzuhauen und kläglich gescheitert bin, weil das Vieh eigentlich ziemlich unfair ist. Sehen wir gleich auch warum. Das heißt, das ist ja, mittlerweile ist das hier eher so ein Zusammenfassungsding. So, ich hab mir nämlich hier, ich bin mir mit Absolut Rache was ist gar nicht so sicher, aber ganz ehrlich, Lebensmittelregeneration scheint mir auch irgendwie ziemlich doof zu sein. Ich weiß nicht, ob Vitalitäts... Ich versuch's mal mit Vitalitätsregeneration. Ich hab's nämlich vorher mit... Was ist denn das hier? Schwalbe ist das, ne? Ich hab's nämlich vorher mit... könnte ich sogar noch einen Trank einwerfen? Na, lass ich. Ich hab's nämlich vorher damit versucht, mit Absolut Rafferts das Weisen einfach mehr Lebenspunkte zu haben und dann irgendwie damit irgendwie zu punkten. Das hat aber eigentlich so im Nachhinein eigentlich so gar nicht funktioniert. Das war irgendwie so eher unerfolgreich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da bin ich halt irgendwie sehr oft unnötig gestorben. Und das hat mich sehr aufgeregt. Also wirklich dolle oft. Ja. Ich bin auch von diesem Kampf ein bisschen genervt, weil das der komische Khairan relativ unvorhersehbar ist, zumindest mit wann er mit welchen Tentakel schlägt. Weil manchmal steht immer irgendwie Millimeter zu weit links, dann schlägt er mit dem einen zu. Manchmal steht man irgendwie Meter zu weit rechts, dann schlägt er mit dem anderen zu. Und das regt mich persönlich ganz doll auf, weil ich jetzt mehrfach unnötig gestorben bin. Und vor allen Dingen das, was man nicht machen muss, nicht funktioniert hat. Weil ich zum Beispiel... Ja genau, das Vieh fängt auf einmal an, aus irgendwelchen Gründen mit Steinen zu werfen. Ich weiß aber partout nicht, warum es auf einmal mit Steinen wirft. Weil manchmal macht es das nicht und manchmal nicht. Oh. So. Das ist eigentlich der Plan mit dem dummen Irmzeichen, die Tentakel einzeln einzufangen und dann das Vieh kaputt zu hauen. Das Problem ist bloß, dass absolut manchmal nicht ersichtlich ist, wann welche Tentakel zuschlägt. So. Jetzt ist er wütend. Das Lustige am Wütendsein ist bloß... Bam, bam, bam. Und was mich übrigens an diesem Kampf auch ganz toll aufregt, ist die forcierte Kamera-Perspektive. Genau das da nämlich. Weil das kostet mich nur nicht Zeit und vor allen Dingen kostet mir Zeit, in der ich eigentlich taktisch relevante Sachen machen könnte. Wie zum Beispiel irgendwie Schutzzeichen zaubern. Was total nervig ist. Und vor allen Dingen ist gerade an der Stelle hier ist nicht ersichtlich, welcher Tentakel wann zuschlägt. Oh. Weil manchmal schlägt der eine Tentakel zu, manchmal der andere. Und man sieht absolut nicht, welcher wann dran ist. Das ist so wie eine ganz kleine Grenze und das ist nicht so ganz offensichtlich. Vor allen Dingen, wenn das Vieh nach diesem Ding hier enrage, ist das richtig doof. Weil irgendwie hier nach ein Stück nach rechts rennen, das geht gar nicht. Weil das Vieh haut nicht einfach nur wie so ein Besenkter auf die Stelle darauf, man kann auch nicht ausweichen. Dann kommt wieder die forcierte Kamera-Perspektive. Das wird gleich noch unlustiger. Oder mein Quenzer ist schwer abgelaufen. Das hätte ich gerne noch vorher, bevor ich was mache. Und jetzt haut es gleich, glaube ich, wieder in die Arena. Jetzt macht es so. So ist es schön, wenn es so mit einem Tag nur so tut. Denn das ist nämlich vorhersehbar und weiß genau, was ich tun soll. Das ist übrigens der schlimmste Tag von allen. Weil partout nicht ersichtlich ist, wann das Vieh mit dem anderen zuschlägt und wann mit denen hier. Und das Schlimmste an diesem Tag ist auch, dass es nicht irgendwie so. Ja, genau das da. Das ist nämlich nicht so ganz klar ist, wann es nämlich so eine Vorwärtsattacke macht. Und wann so eine komische Rückwärtsattacke. So, jetzt kommt gleich meine Lieblingssequenz, wo ich eigentlich beim letzten Mal. Wo ich beim letzten Mal schon dachte, das war's jetzt, aber nein, weit gefehlt. Wir werden gleich sehen. Oh, ich sollte mich vor allen Dingen nicht von dem Ding hauen lassen, wie ich sowieso gleich tue. Das Nervigste an dem Kampf ist vor allen Dingen auch, dass man. Oh, jetzt hier draufspringen. Draufspringen ist klasse. Und vor allen Dingen nicht Dinge zu früh klicken, sonst stuppt man leicht. Das ist ein bisschen unbefriedigend hier. Also vor allem, wenn man halt einmal stirbt, dann muss man gleich. Muss man halt nochmal neu anfangen. Jetzt passiert nämlich das hier. Im Prinzip passiert nämlich hier gar nicht viel, außer dass mich ein bisschen Steine runterfallen. Ich mache jetzt hier gar nichts, glaube ich. Oder warte mal, ich kann nicht lang rennen, oder? Oh, das hätte ich vielleicht. Das habe ich beim letzten Mal nicht gerafft, dass ich hier lang rennen kann. Mann. Eventuell sterbe ich gleich, das ist durchaus wahrscheinlich. Oh, ich habe eine Waffe gefunden, wollte hier. Okay, das war anscheinend die richtige Lösung. Na gut, so viel dazu. Ist das Vieh jetzt tot? Oh, da vorne hat's Augen. Jetzt sehe ich erst die Augen. Ach, jetzt einmal kann sie fliegen. Geschafft. Kein schlechter Kampf. Geralt, ist dir auch nichts geschehen? Es war schwierig, durchaus. Das Mistvieh hat mich ein bisschen zerkratzt. Offenbar hast du schon tiefer in der Tinte gesessen. Möchte wissen, ob die Geschichten über dich wahr sind. Welche Geschichten? Ja. Hallo, eine Ausnahme? Nee, nee. Welche Geschichten?
Wenn du glaubst, dass ich jetzt Legenden über dich erzähle, hast du dich geschnitten. Verdammt! Schön. Und was nun? Ich muss die Komponenten einsammeln, solange sie frisch sind. Am liebsten würde ich die ganze Sauerei in mein Laboratorium bringen, um so viel Substanzen wie möglich zu gewinnen. Aber das ist zu viel Arbeit. Ich nehme nur... Was genau hast du von meinen Abenteuern gehört? Dies und das. Du willst wohl nicht darüber sprechen? Je frischer die Substanzen sind, desto besser kann man sie verkaufen. Entschuldige mich also. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Ja, keine ja. Bange. Stand da gerade King Kong? Für eine Sekunde? Ich bin jetzt einfach mal instant gelevelt, weil ich das Vieh umgehauen habe. Kann ich jetzt hier noch was rausplündern? Bei Gelegenheit? Eventuell? Oh ja, ich kann Kairan Augen, Kairan Gewebe, Kairan Haut und Kairan Trophäe mitnehmen. Jawohl. Sie hat auch noch mächtig viele Erfahrungspunkte dafür. So, das ist jetzt deutlich besser gelaufen als beim letzten Mal, muss ich sagen. Wie gesagt, unten in der Beschreibung könnt ihr euch schön angucken, wie ich beim ersten Mal wunderbrechlich rumgescheitert bin. Was bringt denn das? Plus 50 Gesundheit. Was macht meine aktuelle? Okay, das ist deutlich besser. Nee, warte, das ist eine Neckartrophäe. Die brauchen wir nicht. Eine Kairan-Trophäe, die nehmen wir. Sieht zwar potten hässlich aus, aber... So, hol dir nun für die Tüngung des... So. Kann ich mit ihr noch was... ist hier noch was zu holen, wenn ich schon mal hier bin? Schattenbeinwurz? Ja, gut, das ist... Den haben wir jetzt gar nicht gebraucht in dem Play, fällt mir gerade so auf. Oh, was haben wir hier noch Lustiges? Hallo? Ich würde gerne. Also, kann ich das kaputt hauen? Sind das Eier? Also, es leuchtet wie eine Wunderkerze, aber ich kann damit nichts machen. Oder da kann ich es vielleicht... Nein. Es reagiert auch darauf nicht. Na gut, dann ist das hier zu. Kann ich mit ihr noch reden? Machen wir uns besser an die Arbeit. Ja, ja, du machst dich an die Arbeit. Ich habe hier quasi meins schon getan. Vor allem ist die gute Brücke jetzt noch mehr kaputt. Na gut, wie ihm auch sei. Dann bin ich jetzt eigentlich unfassbar beruhigt. Mal gucken, was jetzt schief geht. Vor allem, wenn ich sogar noch trinke. Und das ist ja schön. Ah, das ist, was, du kannst jetzt nicht spielen. Warum kann ich das Spiel jetzt? Kann ich das Spiel speichern? Wunderprächtig. Ah, das beruhigt mich nicht, weil ich habe mich eigentlich schon mächtig aufgeregt. Zwischen den Aufnahmen, das muss ich dazu sagen, weil das ja partout nicht klappt. Ich wollte eigentlich nur mal schnell jetzt auf den Sonntagmorgen schnell noch was aufnehmen, damit ich heute Nachmittag quasi noch eine Folge habe. Und dann klappt das Ewigkeit nicht, wenn dieses Kackvieh sich beharrlich weigert, umzukippen. Achso, warte, ich könnte vielleicht doch direkt mal leveln, dann habe ich das hinter mir. Dumm, 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 dumm. Ich möchte eigentlich noch mehr Magie leveln. Das hat zwar gerade in dem Kampf überhaupt nichts gebracht, Magie zu haben, aber... Aber ich meine... Ach, im Kampf kann ich doch was leveln, was auf Level 1 nicht sinnvoll ist. Kontern... Ah, Hintenschaden, Distanz beim Ausweichen im Kampf. Ja, das hört sich ganz cool an, aber nein. Zack. Muss ich das hier mit Quen leveln, ne? Also ich habe keinen Bock auf Quen. So gar nicht, aber ich muss das ja machen, um meinen Skillbaum irgendwie weiter zu machen, weil ich ja nicht einfach hier hinten leveln kann. Ja gut, dann leveln wir Quen. Bäm. Ach, warte, jetzt kann ich. Ich kann die Fertigkeit. Ach, ich bin gleich zwei Level gelevelt. Na, das ist ja schön. Warte mal, kann ich irgendwas machen, was mir auch sinnvoll ist? Reflektiert mehrere. Ach, na gut, war Quen will ich doch. Das ist sogar mein Schildzauber, wenn ich alle 5 Minuten zaubere. Zeichenintensität oder. Zeichen bis 20 Sekunden. Das Zeichen nach 20%. Reflektiert 50% des Schadens. Auf mehrere. Noch mehrere zieht, hört sich cool an. Aber da erstmal den Schadens. Die Schadensreflexion hoch. So, kann ich die. Warum kann ich die Dinger eigentlich nicht alle nicht mutagieren? Oder geht das nur mit den. Wonach geht das überhaupt, dass man da Mutagene einbauen? Weil kann zum Beispiel hier. Kann ich da nicht neue einbauen? Nee. Weil ich könnte bis jetzt nur das da. Geht das nur mit dem jeweils letzten? Weil ich habe so viele Mutagene im Inventar. Das würde mich mal ernsthaft interessieren, woran das festgemacht ist. Wann man irgendwie hier Mutagene benutzen kann und wann nicht. Weil ich habe ja irgendwie das ganze Inventar voll mit dem Dingern. Ja, Fertigkeitslevel 3, Einschüchterung, Überzeugungskraft, Deckung, Pyromane, schön. Aber man levelt, glaube ich, relativ schnell in dem Spiel, fällt mir gerade so auf, weil das sind ja nur 1000 Erfahrungspunkte. Das scheint mir irgendwie relativ platt zu sein. Das heißt, ich nehme mal stark an, dass ich am Ende des Spiels irgendwie Level 100 bin oder so. Einfach aufgrund der Tatsache, damit ich ein bisschen meinen Skillbaum hier umbauen kann. Weil ich glaube auch nicht, dass es im Sinne des Erfinders ist, dass man sich volles Met auf Magie spezialisiert und wie den anderen Skillbaum komplett ausfallen lässt. Also weil ich merke, dass ich hier, sobald ich ein paar Quests mache, schneller level oder gerade im späteren Spiel vielleicht nochmal ordentlich dazulege, werde ich wahrscheinlich noch einen zweiten Baum anfangen. Weil jetzt möchte ich aber erstmal Magie zu meiner Verfügung haben. Muss ich jetzt ernsthaft hier so weit rennen? Ach, voll anstrengend. Zumindest sind die Banditen hier alle tot. Ich sollte vielleicht quicksaven. Meine Tränke halten immer noch. Muhaha. Drachentraum möchte ich eigentlich nicht immer werfen. Ich glaube, Kardashian zu werfen ist klüger als normales Kampfding. Drachentraum ist eher so speziell erreicht, dass das... Ich glaube, Drachentraum hat mal mehr AOE. Wir haben es ja in der Trunkenen getestet. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht. So, und nun für die Tötung ist... Oh. Oh. Dieses dynamische Laden, das hat auch schon mal besser geklappt. Ich glaube, mein Rechner wird doch langsam alt.
Ich könnte ja auf dieser Stelle nochmal meine Spendenkampagne Neuer Rechner hinweisen. Nur unfassbar wenige, also einen kleinen schmalen Taler von 1300 Euro könnte mir einen neuen Rechner zustimmen. Ja, nee. Nee, die Bude läuft ja noch. Die Bude läuft ja noch. Zum Glück eigentlich, muss ich sagen. Also, wenn jetzt mein Rechner nistet, also das kaputt gehen würde, hätte ich echt ein Problem. So, finden wir jetzt eventuell, wo wir schon mal hier im Dorf sind, wo Marlena bei der guten Gelegenheit. Auf den Walzer starren macht mich kirre. Ja, das kann ich mir voll vorstellen, aber mich macht es zumindest kirre, wenn der Typ mit der erhobener Armbrust dasteht die ganze Zeit. Also mit ausgespannt so. Also ich kann ja verstehen, dass man eine Armbrust die ganze Zeit gespannt halten möchte, falls irgendwas kommt. Andererseits, eine Armbrust ist eigentlich nicht unbedingt die beste Waffe, um Wesen abzuwehren, oder? Also, braucht man unbedingt Rüstungsschlag? So, wann sie hier rum wird. Ah, ich mit dem schon mehr geredet. Da vorne ist Cedric. Hat er noch ein schlaues Kommentar für mich? Ich meine, ich habe jetzt gerade hier. Oh, Zaunrüben, sehr gut. Das kann ich fragen? Was für Absichten verfolgt Jorvet gegenüber Loredo und den Menschen hier? Das weiß nur er. Aber mir scheint, dass er recht planlos agiert. Mal organisiert er einen Hinterhalt, dann ist wieder tagelang Ruhe. Einen groß angelegten Angriff hat er bisher noch nicht gewagt. Er will den Kommandanten in Sicherheit wiegen. Kann gut sein. Aber Jorvet war eigentlich immer berühmt für seine Härte. Er griff reguläre Einheiten der Armee an, überfiel Siedlungen, die größer waren als die hier. Einen Kampf hinauszuzögern ist nicht seine Art. Es sei denn, es steckt ein Plan dahinter. Aha. Na gut, dann adieu. Gutes dem... Gelingen. Ja, danke, habe ich schon. Ist schon gelungen. Musst du mir nicht noch... Ey, jetzt, hier... Oh, ich kann... Ja, interessant. Ja, gut. So viel dazu. Na gut, dann wollen wir mal eben zum Hafen gehen. Die Belohnung abstauben und schön in den reinklippen. Das ist natürlich klasse. Dass es zu keinen weiterführenden Bugs geführt hat. Kann ich jetzt eigentlich irgendeinen tollen Tank machen? Ich habe übrigens Angst, dass ich den Ort hier bald verlassen muss. Und ich habe noch nicht alle... Also, ich muss ja in einem ganzen Kapitel muss ich ja alle Pläne finden. Für die Rüstung des... Whatever eigentlich. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Also, für die Rüstung des Abdringlings. Oder des Abgeschworenen? Ne, wie heißt denn das Ding? Abgeschworenen garantiert nicht. Des Ketzers. Die Rüstung des Ketzers war es, die ich zusammenbauen möchte. Kann ich da nicht langsam sicher... Nein, ich weiß, dass Jorvet gesucht, lebendig oder tot, bevorzugt lebendig wird. Ich habe ja nicht so viel Geld. Ich werde mal kurz beim Schmied, wenn ich schon mal gerade Geld habe, mal kurz schon mal das andere Rezept einkaufen, bevor ich es vergesse. Was macht der Haushalt? Ich meine, ich könnte ja auch, wenn ich alle Rezepte habe, könnte ich das Ding auch jederzeit zusammenbauen. So, hallo Händler. Was kann ich? Kaufen. Und zwar, der hat doch sicherlich nur den Plan für Kängurschritte. Ja, Rüstung des Frevlers, genau, die hätte ich gerne. So. Stiefel des Frevlers hat er auch im Angebot. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Immer noch nicht so viel. Ultimatum? Was ist das denn? Sieht mir aus wie eine brauchbare Waffe, aber möchte ich eigentlich nicht, weil ich will ja eigentlich das komplette Frevler-Dings zusammenbauen. So, mal kurz gucken. Nein, jetzt hier. Was kann ich? Ich möchte einen Gegenstand genauso. Kann ich schon was bauen? Nee, ne? Warum kann ich hier gar nichts von bauen? Die Handschuhe ist für, was brauche ich denn dafür? Ich brauche dafür solides Tuch und gehärtetes Leder. Ich bin fast der Meinung, ich habe... beim Tuch weiß ich es nicht, aber bei gehärtetem... Okay, ich muss wahrscheinlich mal ein bisschen... Treiben wir erstmal das Geld in, das ist wahrscheinlich erstmal das Wichtigste. Ich müsste wahrscheinlich mal kurz in mein Lager gucken, ob ich Tuch herstellen kann. Sind ja schöne Verhältnisse hier. Ja, ja. Der Zwergenschmied betrübt. Also mir habe ich auch mal das Gefühl, dass die anderen Dinger immer... Anliegen meistens mal die aufrechtesten Leute sind, was so Prinzipien angeht. Somit der Zwergenschmied handelt mal fair und alles. So, kann das Boot jetzt endlich ausfahren? Ach, jetzt ist Dix sein Boot hier. Wie ist er doch gleich nochmal? Vernon Roches. Sein Boot ist jetzt ja da. Weil jetzt kann er wieder einfahren, weil wahrscheinlich durch den Tod des Kairans müsste ja die komische Hafensperre aufgehoben sein, nicht wahr? So. Sei gegrüßt. Quick Save. So, mit welchen Händen reden wir hier überhaupt? Ah, mit denen hier. Hallo, Kaufmann. Ich habe den Auftrag ausgeführt. Der Kairan ist tot. Gut gemacht. Hier ist dein Lohn. Stör den Künstler nicht beim Schiffen bei. Für wenigstens. Okay, wie viel Geld habe ich denn? Frage des Preises? Ja, gut. Der Königsmörder, Pokergesicht. Ja, gut, das möchte ich. Fluss der Geheimnisse. Vor allem mal Waffen zu Held in dem Logbuch. Ja, das hatten wir schon mal. Ja, die Quest würde ich ja gerne mal machen, aber. Sieh an. Wie steht's denn mit der Gastfreundschaft des Herrn Kommandanten? Gar nicht gut. Leute wie er können uns helfen. Oder in Ketten werfen und Strom abwärts schicken.
Er sagte mir, dass auf einer Barke Skoyatel festgehalten werden. Hat er auch gesagt, dass sie dort Kiaran Eb Esnilin, die rechte Hand Jorvets, gefangen halten? Nein. Statten wir ihm einen Besuch ab? Vielleicht weiß er etwas über den Königsmörder. Komm. Ah. Die Schätze des Königs Fridak. Und in diesen? Das goldene Vlies. Oh Mann. Ach, schön, dass ich gerade durch Zufall mal wieder Triss getroffen habe. Die kommen wir so einfach rein. Das ist ja eigentlich ein Ding, oder? Und wollen hier nicht die Wachen aufhalten? Ja, war ja klar, ne? Ja, Triss, ne? Nee. Okay, ich muss wahrscheinlich wieder Wache unterhalten, die hier gerade irgendwie... Was wollt ihr hier? Mit dem verwundeten Gefangenen sprechen. Oh, da hätte ich mich wahrscheinlich gut stellen müssen. Sehr witzig. Los, seht zu, dass ihr Land gewinnt. Kommandant Loredo schickt mich. Ich soll ihn gesund machen. Wer bist du? Eine Heilerin. Kommandant Loredo würde wohl kaum einen Elf behandeln lassen. Befehl ist Befehl, Soldat. Jawohl, natürlich. Ihr findet ihn unter Deck. Na bitte, einschüchtern Level 3 bringt doch wieder was. Halt endlich die Schnauze da unten. Oh, ich hab grad kurz... Der Fieberkranke schläft. Danny? Wach auf, du Arsch. Wirst noch früh genug in... Gut Tat. Ja, gut Tat, oh. Oh, bin ich aber sehr spannend, ob wir aus denen was rausgeholt kriegen. Den haben sie ja zugerichtet. Er hat etwa ein Dutzend Brüche. Ich brauche deine Hilfe. Was soll ich tun? Der Zauber ist sehr schmerzhaft. Wenn er sich sträubt, könnte ich ihn töten. Toll. Dann stelle ich ihn mit dem Axi-Zeichen ruhig. Genau. Muss ich das selber zaubern? Oder muss ich einfach nur Quicktime-Event machen? Habe ich das nicht gerade erst gelevelt? Wo ist denn Axi? Axi? Axi ist da. Ach so. Das kann Triss nicht selber? Oh, warte, ich muss hier rumzaubern. Das ist ja voll schwierig und so. Das wird nichts. Da kannst du lange warten, du Hurensohn. Ich bin kein Verräter. Er fantasiert. Fahrt gern. Wo bin ich? Auf der Gefängnisbarke in Flotsam. Auf der Barke der Verdammten. Dann ist es aus mit mir. Das ist einfach eine interessante Info schon mal am Anfang. Wie konnten Loredos Soldaten Jorvets Stellvertreter erwischen? Die hätten mich nie erwischt, wenn ich nicht verraten worden wäre. Da ist ein Hexer in Jorvets Abteilung. Und wie jeder Deune hat er sich schließlich als Abschaum erwiesen. Ah. Was ist geschehen? Er hat uns verraten. Wir haben uns getroffen, wo die Rosen der Erinnerung wachsen. Er hat mir eine Abmachung vorgeschlagen. Ich hätte es wissen müssen. Rosen der Erinnerung? Elfenruinen. Ja, die letzten. Er dachte, für das Kommando über die Truppe würde ich den eigenen Bruder verraten. Da lag er falsch. Und es kam zum Kampf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kein Mensch kann sich so schnell bewegen. Ein Massaker. Ich war der Erste, der zu Boden ging, deswegen lebe ich noch. Ich wäre verblutet, hätten Loredos Männer mich nicht gefunden. Leto wird Jorvet töten. Und dann zerfällt alles. Viele Opfer, so viel Leid und alles umsonst. Leto also. Ja, und warum? Was nützt dem Deune Jorvets Tod? Er hat uns eben benutzt. Und als Jorvet nicht mehr nützlich war, ich weiß nicht, was er eigentlich will. Das da? Leto ist der Königsmörder? Ja. Was eine Info. Ja, was plant Jorvet? Ne, das würde man wahrscheinlich nicht sagen, oder? Was will Jorvet? Warum gerade Flotsam? Fick doch deine Faust. Ich könnte ja aber damit jemand. Ja, das da. Es gibt keinen Ausweg. Sag es mir, oder ich bringe dich um. Nein. Wenn ich sterbe, wird Jorvet die Wahrheit nie erfahren. Haha! Flotsam ist erst der Anfang. Wir sind keine Banditen. Wir kämpfen um die Freiheit. Wenn die Zeit gekommen ist, nimmt Jorvet die Herausforderung an und wir ziehen aus dem Wald in die Schlacht. In welche Schlacht? Das hat er nicht gesagt. In dem Fall erfahre ich es von Jorvet persönlich. Das will ich sehen. Ja gut, das war's. Schönen Tag noch. Wir haben, was wir wollten. Und jetzt? Jorvet. Und wenn Jorvet es schon weiß? Dann erinnere ich ihn an das alte Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Warne ihn, Gwynblade. Jorvet kämpft, weil er das am besten kann.
Er ist ein Enseide, ein echter, freier Enseide. Ach so? Einer der letzten. Dieser Kampf hat einen Sinn, jetzt mehr denn je. Es gibt noch Hoffnung. Wovon redest du, Kiaran? Was für Hoffnung? Auf Veränderung, auf ein besseres Morgen. Ich werde es nicht mehr erleben. Sie bringen mich auf diese Barke und dann gehe ich hin, wo die Apfelbäume blühen. Aber ihr müsst Jorvet warnen. Wehe Quicktime-Event. Yennefer sagt, dass Ciri von uns gegangen ist und nun glücklich in einer besseren Welt lebt. Zuvor hat sie uns die Malus-Insel geschenkt. Unsere Insel. Wir verlieren das Zeitgefühl. Die Menschen halten die Geister der wilden Jagd für unbesiegbar. Sie rasen über den Himmel, Schwerter aus Blitzen in bleichen Händen. Sie entführen immer wieder Menschen, die dann ihre Reihen verstärken. Sie verbrennen den Obstgarten und die Hütte und zertrampeln unsere Insel. Sie entführen Yennefer. Ich muss sie retten. Zurück in die Wirklichkeit gelangen. Auf den Weg des Hexers. Geralt, ist dir nichts geschehen? Ich war auf der Malus-Insel, in den Nebeln, nach dem Pogrom in Riva. Ciri hat Yennefer und mich dorthin gebracht. Dann haben diese gespenstischen Reiter Yen entführt und ich habe sie verfolgt. Aber... Trisses ist wichtig. Ich spüre, dass alles zusammenhängt. Als mich die Hexer vor einem halben Jahr halb tot bei Kaer Morhen fanden, hatten mich diese Reiter gejagt. Sie haben mich auch in der Vorstadt verfolgt und in Vysimar, als ich den Großmeister getötet hatte. Nun weiß ich, dass das kein Zufall war. Kiaran sagt, dass hier die Rosen der Erinnerung wachsen. Cedric hat sie auch erwähnt, wenn das stimmt. Momentan sollte ich Jorvet im Walde suchen und keine Blumen. Könnte ich dir dein Gedächtnis zurückgeben? Was? Wirklich? Es sieht ganz so aus. Was auch immer deine Erinnerungen blockiert, es wird schwächer. Mit einem einzigen Blütenblatt einer Rose der Erinnerung könnte ich die Barriere vermutlich sprengen. Diese Blumen sind sehr mächtig. Dann muss Jorvet warten. Offensichtlich. Soll ich mitkommen? Ja, das wäre ganz nett. Ja, mach mal. Das würde mich freuen. Dann brechen wir auf. Cedric erwähnte ein paar alte Elfenbauten beim Wasserfall im Wald. Lass uns dort anfangen. Bring uns hin. Ja, gut, dass ich das schon mal war. Die Schnauze da unten. So, wie immer auch sei, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann heißt, Witcher 2 Assassins of Kings. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.